Das ist, glaube ich, kein Stör. Der ging gerade bis hinter zum Damm. Unglaublich. Oh, bitte nicht abgehen, bitte nicht abgehen, ey. Nach dem Fisch die Nacht kann mir die Session keine mehr kaputt machen und ich habe noch 3 Tage. Da hängt doch ein Fisch dran, oder nicht? Mit dem Blöde. Ja, alter Schwede, ey. End Doppel Run, ey, ohne Scheiß. Tag 4. Die dritte Nacht ist zu Ende. Ich bin jetzt tatsächlich 24 Stunden ohne Fisch. Das habe ich hier noch nie gehabt. Es ist, wie ich es vermutet habe, die Fische haben das Fressen eingestellt. Wir haben 1025 Hektopascal. Da beißen die Fische hier absolut nicht. Ich weiß nicht warum. Eine schöne Regenschauer wäre natürlich jetzt gut. So ein Wärmegewitter mit ein bisschen Regen. Das würde auf jeden Fall nochmal für einen richtigen Schub sorgen. Ja. Oh ja. Da heißt es nur abwarten und falls was ist, schalte ich wieder ein. Und wir haben einen Fisch im Drill. Ich glaube, es ist kein ganz kleiner auf jeden Fall. Der macht gut Gas. Mal schauen, was das ist. Kein Kleiner, wie sich's anfühlt. Nicht so groß wie der andere. Jetzt darfst du aber wieder. Du bist ja eine Granate, ey. Ich mag diese Beluga so geil. Was für ein majestätisches Tier das doch ist, ne? Wahnsinn. Und gut, dass man den Polfilter hat, damit man auch ins Wasser gucken kann. Sieht man auf der Kamera tatsächlich besser, als es im Original ist. Geiles Tier, oder? Wahnsinn. Ja, wir Angler haben schon ein geiles Leben. In der Sonne draußen sitzen, die Natur genießen und ab und zu mal einen Fisch drillen. Ja, das könnte Leben sein, ne? Wenn das nur immer so wäre. Hier hat man das Glück und ich hatte ja heute dieses wahnsinnige Glück, wirklich in der Mittagshitze, muss man ja wirklich schon sagen, ist es, noch diesen tollen Beluga zu fangen. Vor uns noch dieser demotivierte Zwischenstand. Ja, war ich wirklich ein bisschen echt bei so langem Blank, also ich sag mal, mehr als 24 Stunden Blank, das hatte ich noch nicht hier. Und das ist dann schon deprimierend, man rechnet schon gar nicht mehr mit dem Biss.
wo ich noch hierher gekommen bin, habe ich alle 5 Minuten mit einem Biss gerechnet und dann wirklich so 24 Stunden gar nichts. Das hat schon ganz schön an Nerven gezerrt. Ihr habt gesehen, ich nehme diese Störe hier nicht aus dem Wasser raus. Hier ist sowieso Release-Pflicht, also ich muss die Fische hier zurücksetzen, obwohl ich natürlich gerne mal wissen würde, wie die Störe schmeckt. Halte ich persönlich für die bessere Lösung. Und ich glaube, ich hatte es am Anfang schon gesagt, wenn nicht, wiederhole ich es nochmal. Fische im Stehen fotografieren ist natürlich ein No-Go. Und das hatte ich, glaube ich, im letzten Video gab es da mal einen Kommentar drüber. Nicht aber, wenn man die Fische im Wasser, zumindest ein Stück aus dem Wasser hebt. Da ist es definitiv kein No-Go, einen Fisch im Stehen zu fotografieren. Es ist ein No-Go am Land, einen Fisch im Stehen zu fotografieren, denn der Fisch kann runterfallen und sich wehtun, beschädigen, gerade wenn man sie releasen möchte. Daher hat man immer gesagt, ja, Fische im Stehen fotografieren, das macht man nicht, weil die Fische können halt runterfallen. Ne? Die fangen dann an zu zappeln und fallen dann runter. In dem Fall, wenn man die ein Stückchen, ein paar Zentimeter aus dem Wasser hebt, und selbst wenn der Fisch runterfällt, was er ja, wie gesagt, wenn man den gut hält, nicht tut, selbst da fällt er dann ins Wasser zurück und tut sich nichts. Also da muss ich wirklich sagen, sollte man nicht immer alles nachquatschen, was andere sagen, sondern einfach seine eigenen Erfahrungen machen und selber ein bisschen mitdenken. So viel zum Thema. Ja, ich bin da auch manchmal, ich drehe da bei manchen Anglern wirklich durch, die da wirklich von Opa irgendwas mal gelernt haben und das immer noch sagen, obwohl sie gar nicht drüber nachgedacht haben, warum das wohl so ist. Und deswegen nochmal ganz kurz da nochmal ein Einwand. Ja, also ich bin eigentlich schon wieder zufrieden für heute. Jetzt kann eigentlich die Nacht kommen, dann kann ich wieder ein bisschen schlafen. Ich hoffe, dass die Nacht ruhig wird. Einen Fisch hatte ich mir noch vorgenommen. Ich habe morgen noch einen ganzen Tag und dann noch einen halb. Wir haben einen Zwischenstand auch schon. Ich habe jetzt die Makrele und den Hering komplett rausgenommen. Ich sage jetzt einfach Fisch gegen Käse. Fisch rockt momentan mit 6:1. Also Fisch ging total gut. Käse ging gar nicht. Also einen Fisch habe ich mit Käse gefangen, war kein schlechter Fisch, aber momentan läuft der Fisch einfach, ich weiß nicht. Letztes Mal habe ich, glaube, von 11 Fischen hatte ich 9 auf Käse gefangen. Also das ändert sich immer wieder, man muss jedes Jahr, sind auch die Bedingungen anders und man muss einfach probieren und gucken, was läuft. Jo, also ich denke, das reicht erstmal für heute. Falls nichts mehr kommt, melde ich mich dann morgen früh wieder. Gerade die Rute rausgebracht und da steigt doch schon der erste Fisch wieder ein. Das könnte ja sein, ne? Ich habe ihn schon gesehen, es ist die sibirische Störe. So klein zu sein, wie ich erst dachte. Aber es ist halt auch kein Riese. Okay, noch ein Beluga. Der Ding ist aber sehr wunderbar. Könnte auch seitlich gehakt sein, umwickelt sein, ich weiß es nicht, aber er gibt richtig Gas. Ich glaube, ich habe den Fisch meines Lebens im Grill. Der geht ab wie Schnitzel, unglaublich. Ich weiß nicht, was das ist. Bin ich mal echt gespannt, was da kommt, ey. Das ist ein richtiger Knopf. Und ich habe zum Glück das Vorfach gewechselt. Boah, der geht ab ohne Spaß. Das wird ein Wels sein, schätze ich. Das ist, glaube ich, kein Stör.
Der ging gerade bis hinter zum Damm. Unglaublich. Das ist ein Riesenfisch. Oder seitlich gehakt. Ohne Spaß, es ist noch nicht mal der Beluga abgegangen. Wahnsinn, der ist fast auf der anderen Seite. Oh, bitte nicht abgehen, bitte nicht abgehen, ey. Ich glaube, das ist der Fisch meines Lebens gerade. Hoffentlich ist er nicht schief gehakt, ey. Hoffentlich reißt du mir auch nicht ab. Boah. Ich kann den fast nicht bewegen. Ob will die nicht da lang gehen? Nicht schon wieder da lang gehen. Bitte nicht. Unglaublich. Ich weiß nicht, was das ist. Also Leute, ihr seid jetzt echt live dabei beim Fisch meines Lebens. Wenn ich den landen kann, ohne Scheiß. Der ist schon wieder fast auf der anderen Seite. Da braucht man stabile Ausrüstung. Das ist nicht... Ich weiß nicht, was das ist, echt. Das kann eigentlich nur ein Wels sein. Ich weiß es echt nicht. Ja, geht einfach, wie er lustig ist. Ich muss nochmal ins Wasser. Das habe ich noch nie erlebt. Leute, es war nicht der Fisch des Lebens. Aber, der ist nicht schlecht, aber der gute Kamerad hat sich um meine Schnur gewickelt. Und so habe ich ihn quasi die ganze Zeit seitlich gezogen. Ganz kurz zeigen. Ach, das war der Drill meines Lebens. Ist ein schwerer Fisch auf jeden Fall. Ah. Wir haben den nächsten Stürmdrill. Unglaublich. Der ist mir schon fett durch die Routen gegangen. Verdammte Kacke. Ich muss hier ins Wasser rein. Alter Schwede, das ist echt hier. Nicht kein ganz großer, aber auf jeden Fall. Geiler Fisch, oder? Boah. Ja, oh Gottchen. Ja, und wer meine Videos kennt, der weiß auch, dass die nicht perfekt sind. Und wie auch hier in dem Fall, habe ich einfach mal vergessen, das Mikrofon reinzustecken. Ja, und da war der komplette Drill dann erstmal komplett ohne Ton. Aber das ist auch ganz gut so. Ich will gar nicht perfekt sein. Und ja, wer mich abonniert oder wer meine Videos auch in Zukunft sehen will, der muss sich darauf einstellen, dass sie nicht perfekt sind. Und kein Mensch in der Welt ist perfekt. Ich habe überlegt, wie ich das Video beende, weil natürlich auch die Abmoderation mal wieder komplett ohne Ton ist. Ich habe da ein kleines Zitat von meinem Großvater. Der hat immer gesagt, es gibt kein schlechtes Angelwetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und damals habe ich widersprochen und habe gesagt, doch, es gibt ein schlechtes Angelwetter und zwar dann, wenn die Fische nicht beißen. Ne? Und ja, wenn ich heute so drüber nachdenke, dann muss ich sagen, er hatte recht. Es gibt kein schlechtes Angelwetter. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu gucken, auf seinem Handy rumzudaddeln oder in der Stadt Kaffee trinken zu gehen. Der Mensch ist ein Teil der Natur. Und er gehört auch in die Natur. Und für uns Angler bedeutet das, es gibt tatsächlich kein schlechtes Angelwetter. Denn egal welches Wetter ist, ob die Fische beißen oder nicht, in der Natur zu sein, ist immer das Richtige. Also packt eure Sachen und geht raus angeln.
Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt was drunter, abonniert meinen Kanal, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten sage ich schon mal danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Thank you.